blödes Stück, ey. So. Und zwar sah es im Video aus, als hätte er hier so ungefähr hier so, so hier irgendwo in der Ecke bei diesen Dingern. Ich hoffe, es ist immer hier irgendwie. Komm schon. Oh! Jawohl! Kacke, kacke, bitte lass mich speichern. Oh, ich will speichern. Jawohl, 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 jawohl. Okay. Ich fände es zwar immer doof, wenn wir... wenn die Lösung oder wenn ich in die Lösung schauen muss, aber gut. Ganz ehrlich, bevor ich das in die Länge ziehe, weil ich habe ja, ich habe da ja mehrfach drin, ihr habt es gesehen, ne? Ich war mit der Hand da mehrfach drin. Ich habe einfach nicht die richtige Stelle gefunden. Ich frage mich auch, wozu jetzt hier die Decke eingebrochen ist. Wir haben jetzt was gefunden, wir haben ein Zahnrad gefunden. Kann ich vielleicht das Prisma gleich einstellen? Das hatte doch so einen Lichtstrahl. Weil hier die Decke muss ich es wahrscheinlich nach unten einstellen. Könnte das sein? Ist jetzt eine Vermutung, weil es zumindest danach wirkt. Oh, ho, ho, ho. Oh, ich weiß nicht, ob es jetzt das Klügste war, sich im Speicherraum zu verstecken, aber ich warte hier mal kurz ab. Komm schon, komm schon, komm schon. Also hier drin wird es mich ja jetzt definitiv killen, wenn es hier reinkommt. Aber andererseits habe ich zumindest gespeichert. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Es scheint sich jetzt verabschiedet zu haben. So, wenn es jetzt... Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ich renne jetzt oben in den Prisma-Raum einfach fix. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und gib jetzt mal... It looks like I can insert the cock here. Jawohl. So, jetzt schnell verstecken. Einfach zur Sicherheit, falls das Wesen hier reinkommt. Und dann weiß ich zumindest, dass er auf dem Weg nach unten gleich ist. Okay, er kommt tatsächlich hier rein. Hau ab, hau ab. Ich bin gar nicht hier drin. Warte, bis es sich entfernt hat. Okay, gut. Ah, guck mal, da unten ist tatsächlich ein Loch. Use up and down keys to control the angle of the stand. Da seht ihr, da ist tatsächlich ein Loch. Hä? Jetzt ist hier das Licht angegangen. Schnell nach unten. Am besten ist es, wenn ich... Und wozu brauchen wir diese Zahlenkombination? Das ist mir auch noch nicht klar. So, ich will jetzt nur kurz abwarten, dass ich das Viech höre, weil ich will dem jetzt... Jetzt will ich dem definitiv nicht in die in die Arme laufen, nicht mein Wasserglas umstoßen. Das wäre selten dämlich, wenn ich jetzt mein Wasserglas umstoße. Kommt der? Ha! Ich wusste es. Ich werde ihm so in die Arme gelaufen. Der ist jetzt vorbei. Ich warte jetzt, bis der leiser wird. Jetzt schnell.
Oh, Leute, oh Gott. Also das ist jetzt wirklich wieder gruselig gewesen. So, schön speichern. The light draws a hole on the wall. Hä? Wieso geht der? Oh! Da kann ich. Ah, draws a hole in the. Das Licht hat quasi ein Loch reingezeichnet. Good evening, sir. What the hell is this place? I've been waiting for you, sir. I got bored here alone. I'm sorry. I'm not much of a musician. You have been away too long. Am I being punished for something? I told you the road is filled with terrors, sir. But punishment is a harsh word, sir. I prefer not to use it. You are traveling towards the realization, sir. I can't make sense of any of this. It is all relative, sir. You can't make this journey all alone. Let me help you. How? I need you to trust me. After all, I am your only friend. This house is sealed with loss. To journey further, you need to play a tune to break the seal. This tune is no stranger to you, sir. I would go as far as calling this tune your essence, sir. You define it, and it completes you. But listen to me chattering. Take this paper. It hides a secret which you will need, sir. Until we meet again, sir. Wait, you got a paper with numbers and holes in it. Ah, he's gone again. Oh, müssen wir dieses Papier mit dem anderen Papier kombinieren? Wir sollen eine Musik spielen? Oh, okay. Ups, halt. Kann ich hier raus? Ah, okay. Somit konnte ich wieder raus. Oh, ich hatte Angst, dass jetzt wie mit dieser Blutgeschichte, dass ich nicht mehr raus konnte und da feststecken würde. Gut, das heißt, wir müssen jetzt wieder hoch zu dem anderen Papier. Also wieder schön an dem Wesen vorbei. Komm schon. Ich hab dich doch gehört. Sag mir nicht, du bist jetzt gerade auf dem Weg nach oben, das wäre Kacke. Komm her zu mir. Komm, lauf vorbei. Ja, brav machst du das. Brav machst du das, du kleine Drecksau. Okay. So, jetzt schnell nach oben. Wir müssen also das Papier mit dem anderen Papier kombinieren. Zum Glück habe ich alle Türen schon offen. So, genau. There's a letter in the box. Oh, okay. Damit kann ich das Ganze wahrscheinlich kombinieren. So, jetzt warte ich hier mal wieder. Ich krieg ja hier angezeigt, beziehungsweise ich sehe ja hier, wenn er vorbeikommt. Da warte ich. Das ist zwar für euch doof, aber da. Oh, da kommt er ja schon. Das ist ja jetzt gar nicht mal so problematisch. Da kommt er ja schon die Treppe hoch. Das heißt, ich warte hier, bis er kurz hier drin war. Bis er dann wieder abhaut. Und dann rennen wir nach unten.
Warte mal. Auf diesem Zettel sind ja jetzt hier nur die Buchstaben mit den Ziffern. Brauche ich jetzt hierfür diese Kombination? Wir haben doch in dem Spiegel diese Kombination, die Zahlenkombination. Ist das die Reihenfolge? Ist die Frage, ob ich jetzt quasi die Reihenfolge mir nur auf dem Blatt aufschreiben muss, wie ich es ja gemacht habe, beziehungsweise ich habe es ja im Handy abgetippt, oder muss dieser Typ sich die Kombination notieren? Ich will mal auf Nummer sicher gehen. Vielleicht muss ich nämlich, weil ich habe keinen Bock, dass ich gleich wieder zurücklaufen muss. Deshalb laufe ich lieber einmal mehr. What the hell was that? Let's see. 2653581. I need to write that down. Oh Gott! Hätte ich das nicht gemacht, ich hätte mir so den Arsch gebissen, weil dann hätte ich wieder auf dieses Wesen. Verdammt, wo ist es jetzt lang gegangen? Okay, ich glaube, es ist gerade weggegangen. Oh, hätte ich das nicht gemacht, ich hätte dann wieder in dieses. Obwohl es geht eigentlich. Inzwischen kann ich relativ gut rumlaufen, aber so ist es mir lieber. Gott, dieses Spiel hat so gute Rätsel. Ey, das nenne ich mal gute Rätsel, Leute. Oh, die sind verständlich, die sind nachvollziehbar. Okay, bei der Münze im Brunnen war ich selten dämlich. Das war eigentlich auch ganz, ganz logisch. Ich war da nur einfach selten dämlich. So, 2 ist E. 6 ist EB. 5 ist E. 3 ist F. 5 ist E. 8 ist D und 1 ist DB. Was? Naja, immerhin ist es schöne Klaviermusik. Ich hoffe nur mal, dass die nicht, dass die mir nicht geclaimt wird. Deshalb rede ich mal an dieser Stelle lieber zur Sicherheit ein bisschen über die Musik drüber. Es tut mir leid, ich würde sie euch ja gerne so einfach nur laufen lassen, aber was geschieht hier? Verbrennen wir? Ist das Rauch? Zünden wir uns gerade selber an? Na Glückwunsch. Das ist bestimmt das Klügste, was man machen kann. Sich selbst abfackeln. Gott, dieses Spiel. Also bis auf diese kleine Passage mit diesem Monster. Wobei, das habe ich dann ja. Ich habe beim letzten Mal wahrscheinlich mich zu schnell wieder reingesteigert. Hätte ich Ruhe bewahrt, hätte ich es wahrscheinlich beim letzten Mal schon problemlos geschafft. Weil jetzt hat das ja wirklich nicht, oder war das wirklich nicht so schwer eigentlich. Man muss halt nur ein bisschen Ruhe bewahren, ein bisschen aufpassen, dann klappt das Ganze schon. Moment, in dem Raum waren wir. Da war das Kinderbett, oder nicht? Das ist die Badewanne, wo wir den Arm reingesteckt haben. Voll mit Blut. Was ist das? Da schüttet sich jemand Wein ein, glaube ich. Ah, das ist das Hotel. Das ist die Statue. Ich erinnere mich. Das war jetzt auch gerade in dem Haus gewesen. Die Stelle. Oh, das ist dieses Wesen. Moment, das ist unser Klippensprung. Was sind das für Bilder? Was haben die zu bedeuten? Ist das. Was? Ist da gerade jemand aus der blutüberströmten Badewanne aufgestanden? What can you see, Jacob? I see my journey. Pain. And a woman. Chapter 3. The Treatment. Wow. Oh, die Behandlung. Sind wir jetzt bei dem Psychologen? Thank you, Jacob.
We should call it a day. You arrived with such a short notice. It's getting late. You should head to bed. I'll show you around first thing tomorrow morning. Oh, sind wir in einer psychiatrischen Anstalt hier gerade? Oh Gott, meine Finger sind immer noch so kalt. Warum sind meine Finger so saukalt? Das ist das Wesen gerade gewesen. Oh, stimmt, ich bin ohne Taschenlampe die ganze Zeit rumgerannt. War vielleicht aber auch besser, ohne Taschenlampe rundherum. Jacob, time to wake up. Gib mir ein Grammophon, gib mir ein Grammophon. Where the hell am I now? Huh? My flashlight is gone. Day one, the place and the mist. Tag 1. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich in der psychiatrischen Anstalt. Hoffentlich haben wir hier wieder ein bisschen Ruhe. Junk, I don't need it. So ähnlich wie in dem, in diesem Casino-Raum, wo die ganzen Menschen waren. Good morning, Jacob. How did you sleep? Morning. Hey, I know you from the motel. Let's talk these things through later, Jacob. But now follow closely and I show you around. Okay. Oh yes, your room is number 6. We have 9 patient rooms in the Moon Peak Care. You can find most of these rooms in this hallway. You can move freely about, but remember the good manners, Jacob. Okay, let us continue. Sind wir jetzt erstmal ein bisschen verschont von Monstern? Here we have one of the main wards in our care. Most of the second floor is a simple square, so getting around is pretty easy. But I'll show you. Come on, Jacob. This? Okay. From here you can go to our little entertainment room. This is where the people usually gather together for recreation. Once we are finished with our tour, be sure to check it out. Okay, vielleicht müssen wir da als erstes dann hin gleich. Here we have our fireplace. Nothing quite as relaxing as the sound of fire. Ach, Entschuldigung, kleiner Hixer. And the flickering of the flames. Hey, Doc. Morning, Mark. How are you today? Pretty good. Thank you, Doc. But who is this? Do we have a new patient? Yes, Mark. This is Jacob. Moment, Mark kennen wir doch auch aus dem Hotel. Welcome to the Lonely Bin, Jacob. Loony Bin. Jacob arrived here late yesterday evening. Would you give him a little breathing room, Mark? Of course. Sorry, Doc. That's fine, Mark. I'm sure you two will get along well. But now, where were we? Treffen wir jetzt auf die ganzen Leute aus dem Hotel? Waren das alles Patienten hier? Now, from here you can go to both your entertainment and art therapy rooms. We keep the art therapy room locked when we don't use it. You'll get to see it at some point. It's a really breathtaking place. Glaube ich dir aufs Wort. Sofort erstmal. Okay, ich kann nicht speichern. At the far end you can find the elevator that will take you to the first floor.